In diesem Video möchte ich dir einen kleinen Überblick geben über das Thema Cloud und insbesondere über das Thema Nextcloud und was du damit wirklich alles machen kannst. Mein Name ist Frank Sarotnik. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Alsa Digital GmbH. Als Business- und Technikmentor teile ich mein Wissen auf diesem Kanal. Wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal von Alsa Digital. Ich freue mich auf dich. Wenn du Solopreneur bist oder vielleicht auch in einem kleineren Unternehmen arbeitest oder wenn du einen Job hast, wo du mit Remote-Teams arbeitest, dann hast du mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle folgende Problematik immer wieder auf dem Tisch. Nehmen wir einmal an, du bist an der Erstellung deiner neuen Webseite. Und für die Webseite hast du eine tolle Grafik entwickelt, die du natürlich mit einem Grafiker bearbeitest und absprichst. Auf der anderen Seite hast du den Webdesigner, der diese Grafik in deine Webseite einbauen soll. Das heißt, du bist jetzt am Koordinieren. Und stell dir vor, du machst das alles per E-Mail. Du schickst eine E-Mail an deinen Grafiker, der bearbeitet die E-Mail, schickt die mit Änderungswünschen wieder zurück. Das geht ein bisschen hin und her, dreimal meinetwegen. Und du sagst, okay, jetzt schicke ich das Ganze an meinen Webdesigner. Du schickst das an einen Webdesigner, der Webdesigner kommt zurück zu dir und sagt, ja, das funktioniert alles nicht, das muss nochmal dort angepasst werden, skaliert werden, nochmal die Farben angepasst und geht das wieder zu deinem Grafiker zurück. Und so hast du natürlich nach kürzester Zeit einen Haufen E-Mails, die du irgendwie versuchst zu koordinieren und von rechts nach links und über dich und über deinen Schreibtisch und verlierst natürlich irgendwann den Überblick. Stell dir außerdem vor, du bist mit einem Kunden in einem Projekt mit drin und in diesem Projekt hast du halt verschiedene Tools, um dieses Projekt überhaupt ausführen zu können. Also, du musst Videokonferenz per Zoom organisieren. Du musst in diesem Projekt das Projektmanagement machen und du musst in diesem Projekt auch noch so die ganzen Ideen sammeln, also so Mindmapping machen, um das dann eben in dem Team zu verteilen. Stell dir vor, du bist so hast diese Position quasi. Was passiert? Du hast Passwörter, du hast für Trello ein Passwort, du hast für Zoom irgendwo ein Passwort, du hast für das Mindmapping hast du noch ein Passwort, du hast Daten im Mindmapping-Tool zu liegen, die musst du erstmal wieder rausziehen, musst die in Trello importieren. Hast du das gemacht, dann musst du wieder in die Zoom-Konferenz und da irgendwie wieder alle einladen über einen Zoom-Link und versuchen zu koordinieren. Also du merkst schon, es ist halt schon etwas umständlich, aber so ist das Leben im Moment. Und wenn du alles fertig hast, dann sagst du, okay, jetzt haben wir hier mal alle Sachen zusammen und ich schiebe jetzt mal das Resultat auf die Dropbox, damit auch sich das alle mal angucken können. Und spätestens an der Stelle wird es natürlich kritisch, weil du Daten auf einer Dropbox schiebst und das vielleicht suboptimal ist vom Sicherheitsaspekt und nicht jede Firma erlaubt es überhaupt, mit einer Dropbox zu arbeiten. Ich selbst kann aus eigener Erfahrung sagen, ich nutze Dropbox eben nicht mehr aus Datensicherheitsgründen. Aber gut. So, und jetzt merkst du natürlich, dass du in der Gesamtkoordination dieses Projektes wahnsinnig viel Zeit, Kraft und Arbeit verschwendest, weil du A, die ganzen Passwörter dir irgendwo merken musst, B, musst du die Daten alle irgendwo zusammensuchen und C ist die Koordination des Projektes von den verschiedenen Leuten, die in deinem Remote-Team arbeiten, auch wahnsinnig kompliziert. Und dafür gibt es aber eine sehr, sehr schöne Lösung, um das einfacher zu gestalten und um dort diese ganzen Schwachpunkte, sag ich mal, abzumildern bzw. eben auch wegzubekommen. Die Lösung, die es dafür gibt, ist eine Cloud-Lösung und zwar insbesondere die Nextcloud. Und über die Nextcloud möchte ich jetzt erstmal noch ein paar Worte verlieren, ganz, ganz kurz, bevor ich dir dann die einzelnen Programme der Nextcloud zeige. Die Nextcloud ist toll, ist ein Open-Source-Programm, das sich jeder frei herunterladen kann und auf seinem Server installieren kann. Das ist ein Riesenvorteil, dass das Open-Source ist, weil man kann wirklich reingucken in den Quellcode und kann sich da das alles auch nochmal angucken, inwieweit das dann eben auch gut und ordentlich programmiert ist. Interessant ist an der Stelle, dass da wirklich wahnsinnig viele Programmierer dran sitzen und diese ganze Sache eben auch wirklich toll gelöst ist. Jetzt möchte ich dir zeigen, warum du mit der Nextcloud so effizient arbeiten kannst, dass das Arbeiten sogar richtig Spaß macht.
Hinter mir ist mein Whiteboard und ich gehe jetzt einfach mal in die einzelnen Programme rein und pinne die da mal dran, damit du siehst, wie groß dieses Tool an und für sich ist und was man damit wirklich alles machen kann. Ich fange jetzt einfach mal an mit den Basistools. Also was braucht man wirklich für die Arbeit? Also da ist zum ersten eine Kalenderfunktion. Die braucht man, wenn man sein Business organisieren will. Da ist die Kalenderfunktion. Die Kalenderfunktion brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Ist eine Basisfunktion in der Nextcloud, funktioniert wie alle anderen Kalender. Man legt seinen Termin an und man hat dann eben da die Uhrzeit, kann das farblich unterlegen. Also das ist alles sehr, sehr entspannt. Das zweite Tool, was auch in der Nextcloud integriert ist, ist ein E-Mail-Client. Ich glaube, ein E-Mail-Client brauche ich jetzt auch nicht wirklich weiter erklären. Also man kann E-Mails senden und verschicken. Wer jetzt natürlich mit Thunderbird oder mit Outlook Express oder mit Outlook total toll arbeitet und dort viele Regeln und so weiter hinterlegt hat, der kann natürlich auch bei den Programmen bleiben. Das ist ja keine Pflicht, das darüber zu machen. Also es funktioniert eben auch ohne Client, beziehungsweise wenn du deinen alten Client lässt. Das nächste Programm, was ich auch als Basisprogramm empfinde, ist ein Mindmap-Tool. Mit dem Mindmap-Tool sammelst du deine Ideen, packst die schnell in eine Grafik und kannst die dann auch schön verzweigen. Also man sammelt quasi Ideen oder so Geistesblitze, setzt die dort mit rein, fängt dann an zu verknüpfen, macht dann eine Clusterung der einzelnen Ideen. Und das Schöne ist bei diesem Mindmap-Tool, du kannst dann daraus direkt Aufgaben entwickeln und letztendlich auch direkt an Leute, die auch in der Nextcloud drin sind, auch direkt verteilen. Das ist halt super schön. Natürlich möchte ich, wenn ich in einer Cloud arbeite, auch meine Dokumente bearbeiten. Ansonsten macht es ja wenig Sinn, wenn ich die Dokumente weiter auf meinem, sag ich mal, PC oder Rechner bearbeiten muss. Und für das gesamte Dokumentenbearbeiten gibt es halt das sozusagen Office-Pendant und das heißt Collabora Online. Collabora Online besteht im Prinzip aus drei Bausteinen, also ist die Textverarbeitung, ist Kalkulation und ist auch Präsentationssoftware. Die Erfahrung, die ich mit Collabora Online gemacht habe, ist sehr, sehr gut, insbesondere bei den Textverarbeitungen und bei den Präsentationen. Wenn du jetzt Excel verwendest und hast dort wahnsinnig komplizierte Tabellen mit Formeln dahinter, die alle, sag ich mal, wichtig sind und ganz fein abgestimmt sind, dann würde ich vor einem möglichen Wechsel auf Collabora Online in dem Kalkulationstool erstmal Tests machen, weil da bin ich halt nicht ganz so sicher, ob das wirklich 1:1 funktioniert. Ansonsten die Sachen aus Word und so, die sind halt super kompatibel, das funktioniert wirklich gut. In Collabora Online hast du die Möglichkeit, zusammen mit einem Team an einem Dokument zu arbeiten. Und das ist wiederum richtig gut, weil du von den verschiedenen Teammitgliedern den Zugang zu einem Collabora Online-Dokument gewähren kannst. Und du fängst an zu schreiben und dein Kollege oder deine Kollegin fängt ebenfalls an zu schreiben. Und du siehst, wenn da jemand was tippt, wenn jemand was ändert. Und du kannst dann die Änderungen annehmen, verwerfen und so kann man wirklich von mehreren Seiten mit mehreren Leuten an einem einzigen Dokument zeitgleich arbeiten. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man beispielsweise Verträge bearbeiten will oder andere wichtige Dokumente, wo mehrere Leute wirklich auch den Input geben müssen. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Deshalb heißt das Ding halt auch Collabora Online, also von Kollaboration, Zusammenarbeit. Und das ist halt super bequem. Also kann ich wirklich nur sagen, dass das toll ist. So, jetzt habe ich so ein bisschen erklärt die Basisfunktion, aber damit ist es ja noch nicht gegessen. Wenn ich das nur habe, dann bin ich ja nicht weiter als wirklich vorher. Und deshalb gibt es in der Nextcloud auch noch eine Reihe von Tools für Projektmanagement und eben auch für das Gruppenmanagement. Und die stelle ich dir jetzt einmal ganz kurz vor. Zum ersten ist dort das Tool DECK. Das Tool DECK ist quasi ein Pendant zu einem Trello-Board. Also wer Trello kennt, kennt das. Also ich lege mir halt eine Karte an für ein Projekt, schreibe mir das Datum drauf, schreibe mir die To-Dos mit drauf, schreibe daran, wer daran beteiligt ist, setze das in den Kalender und habe dann sozusagen eine Aufgabe, die ich dann eben auch abarbeiten kann und die auch immer wieder hochploppt, wenn es dann sein muss oder wenn es dann wichtig ist. Mit Hilfe dieses DECK kann ich eben jetzt
bestimmte Aufgaben in die Zeitachse bringen und kann eben auch nachvollziehen, wer daran jetzt arbeitet und wie die Aufgaben sich entwickeln. Und das auch wieder zeitgleich von mehreren Stellen. Deshalb ist das Deck auch wirklich ein tolles, tolles Tool. Und wie gesagt, ich bleibe immer noch in meiner Nextcloud. Wenn ich also meine Projekte so schön managen kann, dann muss ich es natürlich auch mit den Leuten machen, die auf diese Projekte zugreifen können. Und dafür hat die Nextcloud auch ein total tolles Programm, das heißt Kreise. Kreise sind im Prinzip Gruppen, die dann auf ein bestimmtes, in einem bestimmten Projekt oder in einer bestimmten Sphäre, sag ich mal so, zusammenarbeiten. Vielleicht kennst du noch Google Plus, ist schon eine Weile her, da war das ähnlich organisiert. Also man hat seinen Freundeskreis, man hat seinen Marketingkreis, man hat vielleicht seinen persönlichen Kreis oder seinen ganz privaten Kreis. Und je nach diesen Kreisen kann ich eben bestimmte Sachen öffnen und Leute reinlassen und kann eben auch bestimmte Dokumente mit einem bestimmten Kreis teilen. Und es können auch Leute in verschiedenen Kreisen mit drin sein. Natürlich ist dann der private Kreis, sind die Leute drin, die vielleicht auch im Marketingkreis drin sind oder im Vertriebskreis. Und auf diese Art und Weise kann ich halt sehr, sehr schnell organisieren und kann dann eben auch Menschen, Leute, Mitarbeiter hinzufügen und dann sagen, okay, in dem Kreis befindet sich jetzt das alles für dieses Projekt. Das ist super bequem und auch total einfach letztendlich zu handeln. Und wenn ich jetzt Leute in diesem Kreis drin habe oder eben auch auf einem Board und die mal wieder zusammenrufe, habe ich die Möglichkeit auch über ein Whiteboard die Arbeit zu koordinieren. Nextcloud hat dieses Whiteboard erst vor drei Monaten, kann ich gar nicht mehr genau sagen, also relativ am Anfang 2021 eingeführt. Ich selbst habe damit noch nicht gearbeitet, ich habe es mal ausprobiert, mal rudimentär einfach gecheckt. Ist ein feines Tool. Und wer mit Whiteboards gerne arbeitet, wird bei diesem Whiteboard eben auch alles finden, was er braucht. Und wie gesagt, nochmal das Schöne ist, ich bin immer noch in meiner Nextcloud und ich habe immer noch meinen eigenen geschlossenen Raum auf meinem Server dort liegen. So, wenn ich mir das jetzt hier hinter mir alles angucke, dann habe ich erstmal alles, was ich so fürs normale Leben brauche. Aber in der heutigen Zeit, gerade wenn ich remote arbeite, will ich ja auch mal die Leute wieder sehen und in eine Videokonferenz reingehen. Und dafür hat Nextcloud tatsächlich auch eine Lösung, man glaubt es kaum. Und zwar heißt die Talk. Talk ist von der Sache her eine Videokonferenzsoftware, die direkt in der Nextcloud integriert ist. Und von der Warte her kann ich dann halt sofort auch eine Videokonferenz erstellen und starten. Die Videokonferenzen sind von Ende zu Ende verschlüsselt, also eine sehr sichere Videokonferenzsoftware. Thema ist natürlich an der Stelle, durch die End-zu-End-Verschlüsselung kann ich halt nicht ganz so viele Teilnehmer reinnehmen, wie ich das vielleicht über Zoom oder über ein Live machen könnte. Aber auf der anderen Seite ist hier der Sicherheitsaspekt halt der ausschlaggebende. Das heißt, die End-zu-End-Verschlüsselung garantiert mir eben eine vollständige, sichere Leitung. Und an dieser Stelle ist es natürlich so für Therapeuten, für Ärzte, für Finanzberater, für Leute, die wirklich in sehr sensiblen Bereichen beraten oder coachen, ist Talk das absolut Ideale für die 1:1-Beratung oder 1:2-Beratung. Außerdem ist in Talk noch ein Messenger integriert, also ähnlich wie WhatsApp, sodass man da auch sehr, sehr schnell schreiben kann. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen trennen können, dass man den Messenger separat herausarbeitet, aber es ist auch toll, es funktioniert schnell, es ist gut und es ist eben einfach integriert und ich befinde mich immer noch wunderbarerweise in meiner Nextcloud. Wenn man sich das jetzt alles anschaut, ist das ja schon eine ganze Menge. Es sind in der Nextcloud per se auch noch weitere Tools enthalten, die ich allerdings jetzt hier alle nicht so komplett aufführen möchte, damit es nicht zu viel wird. Jetzt kommt natürlich die nächste und entscheidende Frage: Wie ist das denn jetzt mit dem ganzen Thema Sicherheit einer Nextcloud? Und da ist es so, dass die Nextcloud, die wir zum Beispiel selbst hosten, DSGVO-konform ist, das heißt, die liegt auf deutschen Servern und das alles ist untergebracht in Hochsicherheitsrechenzentren, entsprechend angebunden und dementsprechend auch sehr sicher. Und deshalb packe ich das Thema DSGVO eben auch hier oben mal dran, weil das steht natürlich immer über diesem ganzen Cloud-Thema. Wie sicher sind die Daten und ist das DSGVO-konform? Und wenn ich jetzt Server nehme, die irgendwo in der Welt umherschwirren, dann habe ich eben nie wirklich die Garantie, dass die Daten
DSGVO-konform gesichert sind, gerade wenn ich halt auch sensible Daten habe, die eben aus dem E-Commerce-Bereich kommen und so weiter. Also da ist es dann eben so, hier an der Stelle ist dann eben das Ganze sehr, sehr wichtig. Wenn ich über das Thema Datenschutz, also DSGVO, spreche, muss ich natürlich logischerweise auch über das Thema Datensicherheit sprechen. Denn wenn Daten nicht sicher abgespeichert sind oder Zugänge nicht sicher sind, macht das ja auch wenig Sinn. Und da bietet die Nextcloud natürlich auch eine Reihe von Vorteilen und eine Reihe von tollen Sachen, um die Datensicherheit zu erhöhen. So, ich habe jetzt hier das Thema Datensicherheit einmal rangepackt. Zum einen ist es natürlich in der Nextcloud möglich, die Daten, die auf dem Server liegen, mit wenigen Sachen, mit wenigen Schritten zu verschlüsseln. Und in dem Moment, wo die Daten verschlüsselt sind, ist eben auch kein Herankommen mehr für irgendjemand, weil die dann eben, ja, wie der Name schon sagt, verschlüsselt sind. Das kann ich in anderen Clouds entweder sehr, sehr schwierig machen oder mit weiteren Tools. In der Nextcloud ist es bereits integriert und der Administrator kann das halt sehr, sehr schnell einrichten und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Der zweite Punkt zum Thema Datensicherheit ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die ist ebenfalls in der Nextcloud schon drin und das ist einfach eine Sache, die wirklich gut ist. Und zwar, wenn ich mich einlogge, habe ich die Möglichkeit, mich mit Benutzer und Passwort anzumelden. Das eigentlich so wie immer. Und zusätzlich kann ich es einschalten, dass ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit anfordere. Das heißt, der zweite Faktor ist entweder, so wie man es vom Online-Banking ja kennt, also übers Handy ein Code oder aber über einen physischen YubiKey, der eben dann auch den zweiten Faktor darstellt. Der YubiKey ist an der Stelle auch wirklich ideal, weil den kann man eben tatsächlich abziehen. Der hängt halt nicht vom Strom ab, sondern den steckt man in seinen USB-Port, drückt drauf und die Sache ist gegessen. Das ist halt auch sehr, sehr einfach. Das ist ein physischer Schlüssel, den man halt tatsächlich mitnehmen kann. So, und an der Stelle ist die Nextcloud eben auch wunderbar für die Datensicherheit. Und ich kann als Eigentümer, als Administrator der Nextcloud eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht nur einstellen, ich kann sie sogar erzwingen, dass derjenige, der sich neu anmeldet oder ein neuer Benutzer, dass der zwangsweise eine Zwei-Faktor-Authentifizierung dort durchführen muss. Und einfach nur mal ein Ausgriff, wenn ich ein Unternehmen, eine GmbH habe und ich habe verschiedene Mitarbeiter, die jetzt in der Cloud arbeiten sollen, auch mit vertraulichen Daten, dann kann ich es zum Beispiel so machen, dass ich jedem Mitarbeiter einen YubiKey zur Verfügung stelle und im Moment des Ausscheidens des Mitarbeiters diesen YubiKey wieder einkassiere und dann kommt er auch nicht mehr an die Daten ran, weil es ist ja der zweite Faktor. Und das sollte man sich halt mal überlegen, wenn man in einer Cloud arbeitet, welches Sicherheitskonzept hat man und wie kann man es gewährleisten, dass der meinetwegen Auszubildende, die Auszubildende oder der oder die Praktikanten, wenn die ausscheiden, dass die eben keinen Zugriff mehr haben, weil sonst muss ich Passwörter ändern und so weiter. Also mit einem Zwei-Faktor funktioniert das wirklich wunderbar und das ist halt eine sehr, sehr feine Sache. Ich könnte jetzt noch mehr erzählen über Backup-Strategie für die Nextcloud und über die einzelnen Schritte, die man macht, wenn man eine Nextcloud in das Unternehmen einführt, aber würde jetzt den Rahmen hier auch ein bisschen sprengen. Fakt ist, du kommst vom Chaos mit vielen, vielen Programmen, vielen, vielen Passwörtern und vielen, vielen Zugriffen, die du kaum noch kontrollieren kannst, zur Struktur. Das zeigen diese beiden Bilder ganz, ganz deutlich, also vom Chaos zur Struktur. Wenn du jetzt Lust hast, mal eine Nextcloud auszuprobieren, dann melde dich bei mir einfach. Wir haben einen 30-Tage-Testzeitraum, wo du das wirklich mal ausprobieren kannst. Und es gibt einen kleinen Kurs dazu, wie du die ersten Schritte als Administrator machst, weil die Cloud ist dann letztendlich in deinen Händen. Wir hosten die. Und du hast die volle Kontrolle über deine Daten und über deine Nextcloud. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir wieder den Daumen da, Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal, wo ich vielleicht mal noch etwas detaillierter auf die einzelnen Programme der Nextcloud eingehen werde. Für heute aber sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.